Dunkle Wolken über der Schweiz. Die kommen aus der EU. Die Eigenverantwortlichkeit der eidgenössischen Bauern ist schon heute Schnee von gestern. Die Schweinegrippe hat gezeigt, unabhängig und souverän ist die Schweizer Gesundheitspolitik immer seltener. Wird in der EU eine überflüssige Impfung überhastet durchgeführt, dann ist die Schweiz viel zu schnell mit von der Partie. Fast unbemerkt von den großen Medien spielte sich in 2008 auf vielen Bauernhöfen eine Tragödie ab. Landwirte wurden europaweit gezwungen, ihre Tiere gegen die Blauzungenkrankheit zu impfen. Die Nebenwirkungen der zuvor eilig zusammengerührten Impfstoffe brachte nicht wenige Bauern in existenzielle Not. Das Unheil begann oft am Tag nach der Impfung. So auch bei Toni Hürlimann aus Walchwil im Kanton Zug. Ich hatte am anderen Tag einen Abort. Nach Geburt kam vor dem Kalb. Das war die grösste Frage. Danach ist es weitergegangen. Totaler Zusammenbruch der Fruchtbarkeit der Tiere. Dann hat es teilweise Abort gegeben. Und dann hat es, was mich am meisten erstaunt hat, hat es kleinwüchsige Kalber gegeben. Und von denen hatte ich 2 oder 3. Ein Drittel von meinem Viehbestand war kaputt. Also, da ist einfach nicht mehr gelaufen. Es war ein Drittel. Und dann hat das zuletzt einen Schaden gegeben von 29'400 Franken. Aber einfach das, was ich noch nie hatte vorher. Auch ein paar Kilometer weiter, im Kanton Schwyz, auf dem Hof von Alois Müller, hat die Impfung schwersten Schaden angerichtet. Von den geimpften Kühen habe ich mittlerweile keine einzige mehr. 5 sind eingeschläft worden und 18 noch geschlachtet worden. Ich habe aber zu dem Zeitpunkt eine alte Kuh nicht geimpft. Das ist die einzige Kuh, die ich heute noch im Stall habe, die lebt noch. Am Anfang habe ich gemeint, ich sei ein Einzelfall. Aber ich habe schon gleich gemerkt, als ich zuerst mal in der Zeitung gelesen habe, dass andere auch Probleme haben. Mittlerweile weiss ich von x Bauern, wo es ähnlich gegangen ist, wo sich aber dann nicht den Mut hatten, zu wehren. Dabei hätte schon die Studie für die Zulassung der Impfstoffe in Deutschland hellhörig machen müssen. Einem Teil der durchführenden Wissenschaftler war offenbar unbekannt, wie man eine Kuh von einem Ochsen unterscheiden kann. Auch Fehlgeburten während der Studie, wie sie dann später auch von Bauern berichtet wurden, verhinderten die Zulassung der Impfstoffe nicht. Die Blauzungenkrankheit kommt nur bei Wiederkäuern vor und wird nach Meinung der Wissenschaft von einem Virus ausgelöst, das durch die Impfung ausgerottet werden sollte. Ein absurder Plan, denn wer kann schon wildlebende Rehe impfen, die bekanntlich ebenfalls Wiederkäuer sind? Daniel Trapitsch engagiert sich gegen Impfzwang bei Tieren, wie er jederzeit nach dem Tierseuchengesetz TSG praktiziert werden kann. Und auch gegen Zwangsimpfungen an Menschen, wie sie das neue Epidemiegesetz EPG vorsieht. Jeder Zwang ist eine Entmündigung. Jede Zwangsmassnahme geht gegen die Eigenverantwortung von jedem Mensch. Und bei der Blauzungenimpfung hat man es ganz klar gesehen, dass die Zwangsmassnahmen beträchtliche, massive Schäden verursacht haben. Wenn das jemand will, okay. Wenn das jemand nicht will, sollte das eben auch okay sein. Es hat ja überall die Zulassungsbehörden. Und wenn man dort anschaut, wie das die verbandelt sind, zum Beispiel mit Pharmaindustrie, dann ist es ganz klar ersichtlich, dass keine Unabhängigkeit da ist. Die BWT-Leute sind sicher in Ordnung fachlich, aber sie werden sehr einseitig informiert, und zwar von Pharma-Referenten quasi. Der Bundesrat ist abhängig von Staatsverträgen, die WHO diktiert. Also da kann nicht mehr von Unabhängigkeit geredet werden, weil das ist schon von oben mehr oder weniger alles gesteuert. Die Opfer dieser Verflechtungen sind die Bauern. Entschädigt wurden sie nur durch Teilbeträge. Der Grund, die Impfschäden, wurden nicht als solche anerkannt. Und weil die geschädigten Bauern weitere Blauzungenimpfungen verweigerten, wurden sogar Strafsachen gegen sie eröffnet. Im Jahr 2009 habe ich die Impfung verweigert, weil ich schon so viele kranke Tiere hatte. Da habe ich eine Strafverfügung bekommen, gegen die habe ich rekurriert. Das kann nicht sein. Das kann es einfach nicht sein, dass man mir meine Tiere impft und dann steht niemand ran. Ich bin an jede Organisation, wo ich angeschlossen bin, das ist die Fibel, das ist unser Bauernpräsident, das ist unser Regierungsrat, das ist die Mutterkuh Schweiz. Und alle haben gesagt, wir können nichts machen, wir haben das Gesetz nicht gemacht. Impfzwang ist für mich kein Thema mehr. Bei der nächsten generellen Impfung
würde ich sicher wieder verweigern. Und ich denke, Tausende von Berufskollegen, die es selber haben müssen erfahren oder die Nachbarn hatten, die es böse verwünscht haben. Mich stört extrem am Impfzwang, dass ich nichts zu sagen habe. Und danach impfen wir die Tiere. Impfen. Und dann essen die Menschen das Fleisch oder trinken die Milch. Und wir haben es eigentlich gemacht. Das ist das, der Zwang. Einerseits der Zwang, uns aufdrücken. Und auf der anderen Seite haben wir Produktehaftung. Da können wir gar nicht dahinter stehen. Das ist nicht das, was wir Bauern wollen. Wir wollen eine Eigenverantwortung. Und wir wissen meistens besser, wie es bei uns läuft, bei uns geht und wie unsere Natur um uns herum aussieht. Wenn Sie möchten, dass die Einnahme pharmakologischer Substanzen auch in Zukunft freiwillig bleibt, dann stimmen Sie gegen das Tierseuchengesetz TSG. Und wenn Sie für sich auch in Zukunft von Zwangsimpfungen verschont bleiben möchten, dann unterschreiben Sie das Referendum gegen das Epidemiegesetz EPG. Impfen muss freiwillig bleiben. Niemand darf gezwungen werden, pharmakologische Substanzen einzunehmen. Erst recht nicht, wenn deren Schaden einen vermeintlichen Nutzen bei weitem überwiegt.